Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Und wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, da haben wir Merlins Prüfung gemacht und da haben wir so einen Brunnen gefunden und dem werden wir jetzt auf die Spur gehen. Aber ja, letzte Folge ist ein guter Anhaltspunkt. Vielleicht hast du es auch nicht gesehen, weil du kein Abonnent meines Kanals bist, denn ich blende euch das mal eben kurz hier ein. Knapp 60% von euch haben nicht abonniert. Beziehungsweise sogar über 60%. Ihr seht es gerade selber. Also, wenn es nicht das erste Video ist, was du hier guckst, und wenn dir das eigentlich hier gefällt, was ich hier mache, und du generell meinem Kanal helfen möchtest, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Denn das hilft mir ungemein und ein Abo kostet dir auch kein Geld. Und ja, vielleicht guckst du dann auch nochmal das ein oder andere Video mehr von mir. Würde mich freuen, wenn du ein Abo da lässt. Und daher, wir gehen jetzt rein in die Folge hier. Magischer Brunnen. Können Sie mir helfen? Also ist da unten irgendjemand? Da unten? Wie bitte? Ich bin hier. Hier ist überhaupt niemand außer mir. Irgendein gedankenloser Narr hat einfach ein Stück Pergament in mich geworfen. Und es steckt fest. Könnten Sie es bitte nehmen? Okay. Scheint eine Art Karte zu sein. Danke, danke. Schon viel besser. Ich hoffe, die Karte leistet Ihnen gute Dienste. Zumindest bessere als mir. Okay, Auftrag gestartet. Und jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Warte, da stand irgendwas eben. Habe ich gerade übersehen. Finde den Schatz anhand der Brunnenschatzkarte. Wir haben hier auch eine Markierung. Ich meine, die Aufträge rein. Vielleicht kann ich mir hier noch was auswählen. Auftrag verfolgen. Jetzt müsste das doch eigentlich... Wie kann ich mir denn diese Karte angucken? Müsste doch eigentlich im Inventar liegen. Und Schatzkarte ansehen. Okay, also irgendwo so soll es kartenmäßig aussehen, okay. Also mal gucken, wo das hier... Das könnte tatsächlich das hier unten sein. Oder meint ihr nicht? Guck nochmal. Er soll halt eine Brücke rübergehen. Ich habe gerade nicht wirklich eine Ahnung, wo wir hin müssen. Vielleicht ist es aber auch das Markierte hier. Fliegen wir hier unten an dieser Insel vorbei, aber... Nee. Da gibt keine Brücke rüber. Wir fliegen mal dahin, was uns da angezeigt wird. Ja, auf einer großen Karte sehe ich das nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ist anscheinend auf jeden Fall weit fliegen. Jetzt ja mal Hogwarts überqueren. Durchqueren, überqueren und vorbeifliegen. Wie auch immer.
Nicht, dass das ein anderer Auftrag ist. Ja, okay, das scheint ein anderer Auftrag zu sein, oder was? Ich guck mal auf der Karte, wo wir jetzt sind, auf welchem Auftrag. Ja, es ist einfach nur ein anderer Auftrag, glaube ich. Wenn wir jetzt da drauf gehen. Ja, dann ist das da. Schade, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Ja, dann fliegen wir zum Brunnen zurück, würde ich sagen. Sollte sehen, wo sie mich hinführt, ist halt auch eine vage Aussage, ne? Also ich habe gerade kurz einen Cut gemacht und ich muss zugeben, ich muss gerade selber mal ein bisschen bei YouTube gucken. Ich werde euch das Video in der Beschreibung verlinken, was mir jetzt gerade geholfen hat, denn ja, dadurch, dass man das so storymäßig hier mal da mal machen kann und ich anscheinend diese Aufgabe sehr früh gefunden habe, ich war hier unten noch nie, aber hier ungefähr soll das sein, wir müssen hier irgendwo rüber und wenn man das aufgedeckt hat, dann kann man das tatsächlich erkennen. Ja, habe ich ja aber noch nicht. Von daher musste ich mir da ein bisschen Hilfe holen, gebe ich aber auch ganz offen zu. Mache ich jetzt kein Geheimnis draus und sage euch, guck mal, ich glaube, wir müssen dahin oder verwerf das Video und mach später und so, das finde ich doof. Wenn ich was nicht weiß, kann ich das auch zugeben. Das mache ich somit quasi. An der Stelle habe ich mir Hilfe geholt. Das Video, ja, verlinke ich euch unten. Finde ich es auch nicht schlimm, wenn man sich mal irgendwo Hilfe holt. Von daher kann man es ja auch zugeben. So, genug zu dem Thema. Ja, was ich gesehen habe, ist der Guide, den ich mir angesehen habe von der Spielerin. Die hat auf jeden Fall schon alle Zauber freigeschaltet und alles. War also schon ein bisschen weiter, wenn sie diese Aufgabe entdeckt hat. Und hat dann anscheinend auch aus dem Gameplay ein Guide-Video gemacht. Also, Dankeschön dafür an der Stelle, falls es vielleicht auffällt, dass ihr darüber klickt. Also, klickt auf jeden Fall rüber. Denn, ach so, Guide-Videos sind schon nice. Den Zeitpunkt, das selber hier in Hogwarts oder für Hogwarts Legacy zu machen, habe ich leider verpasst, sage ich mal. Weiß nicht, Hogwarts Legacy hat mich halt einfach am Anfang so sehr selber abgeholt und begeistert, dass ich das offline gespielt habe. Zumindest viel. Ich habe ja gezählt, ich habe noch nicht alles gespielt und das hier zum Beispiel auch noch nicht, sonst hätte ich es ja gewusst. Ja, aber tatsächlich noch mit zwei anderen, die es auch gespielt haben, haben wir dann gegenseitig im Stream geguckt und auch geguckt, dass wir uns nicht leaken, aber ne, halt das so ein bisschen aus dem Singleplayer versucht, so ein bisschen Multiplayer zu machen, dass man es dann doch zusammen erlebt hat. Dein Leben ist so gut wie vorbei. Und hier müssen wir jetzt anscheinend rumfliegen, irgendwie Sperrzone, warum auch immer. Aber ja, da sehe ich schon die Stelle aus dem Video, ich erkenne die schon wieder. Weiß schon ungefähr, wo wir hin müssen. Wer das Video jetzt noch nicht geguckt hat und da nicht rüber geswiped hat, der bleibt einfach dran. Erlebt das Ganze mit mir hier nochmal. Hier müssen wir zwar nicht hin, aber wenn wir schon mal hier sind, dann möchte ich gerne die Schnellreise hier mitnehmen. Sie werden euren Dell lieben. Schlimm, dass mit Horrocks Schwester. So. Und zwar, jetzt erkennt ihr es vielleicht auch, wenn ihr die Karte vor Augen habt. Vorm geistigen Auge zumindest noch. Hier diese Brücke. Hier die Ruine. Ich zeige auch nochmal kurz die Karte.
Ich hole die Karte nochmal kurz raus. Denn, ja, jetzt wo ich es gehört habe, ist es einleuchtend, wenn man sich die Karte hinterher anguckt. Ne? Ja, der Teil auf der Karte. Den Teil erkennt er jetzt auch wieder, das haben wir gerade eben gesehen. Und er hat jetzt schon gesagt, irgendwas ist mit diesem Baum. Und guck mal, hier zeigt eine Feder auf diesen Baum. Und jetzt gehen wir nochmal raus. Und guckt euch mal bitte an, wie Leviosa dargestellt wird. Mit einer Feder. Denn Leviosa, wir müssen diesen Baum schweben lassen. Also, ja, unterm Strich. Interessantes Versteck für einen Schatz. Dann doch ganz simpel eigentlich. Ja, und wenn du jetzt hier auf das Video gekommen bist wegen der Beschreibung oben und auch vor dem Problem standest, dass du es nicht gefunden hast, ja, dann lass auf jeden Fall noch ein Like da bei dem Video, das mir auch geholfen hat, was unten verlinkt ist. Und guck dir vielleicht auch andere Videos an von mir. Und ich würde sagen, da das Video jetzt gar nicht so lange geht, noch nicht, gucken wir hier einfach auch noch mal ein bisschen weiter, gucken uns hier um, was wir hier noch so finden. Guck mal, hier haben wir auf jeden Fall noch mal eine Prüfung Merlin. Ich weiß, was das bedeutet. Prüfung Merlins, eine Prüfung Merlins. Mache ich wieder in einem separaten Video. Da hatten wir gerade eine. Aber ich habe hier zum Beispiel eben Luftballons gesehen, genau. Die können wir gleich durchfliegen. Denn da gab es ja auch was. Dass man sonst so viele Luftballons durchflog. Nehmen wir die gleich mit. Dann würde ich sagen, kämpfen wir vielleicht hier nochmal eine Runde gegen irgendwas. Mal gucken, was wir hier als erstes Böses auf der Karte dargestellt kriegen. Hier ist irgendwas. Ah, Sumpfkröten. Ja, ich kann anscheinend nicht vom Wasser aus kämpfen. Ungünstig, dass ich dann im Wasser bin. Incendio. Accio. Ich habe noch nie gegen Sumpfkröten gekämpft. Leviosa. Ah. Incendio. Incendio. Ja, geht aber ganz gut. Haben wir geschafft. War nicht hier noch eine zweite? Ja, irgendwo ist eine zweite. Aber wo bist du? Revelio. Ah, du bist noch unter Wasser. Da willst du dann nicht mal. Ja, nicht direkt angreifen, bitte. Das ist sehr unfreundlich von dir. Protego! Ja. Irgendwie kann ich nicht gegen die kämpfen. Komm noch raus. Okay, obwohl ich sie nicht sehe, kann ich gegen sie kämpfen. Okay. Ja, sie ist halt im Wasser und wir kämpfen trotzdem. Und wir haben gar nicht gesehen, wie ich gegen sie gefunden habe. Revelio. Okay. Schade. Kann ich die Dinger jetzt hier einsammeln? Kann ich die nicht einsammeln? Ja. Scheint irgendwie doch verbuggt zu sein an der Stelle. Ist allerdings, muss ich sagen, der erste Bug, den ich in diesem Spiel gefunden habe. Aber sehen wir denn hier Gegner auch irgendwie markiert? Ja, da, kleines Banditenlager. Da geht's hin. Wir wollen ja ein bisschen kämpfen jetzt. Mal gucken, wie klein dieses kleine Banditenlager ist. Und dann landen wir einfach direkt rein. Vielleicht hätte ich nicht einfach reinlanden sollen. Okay, das war definitiv nicht die schlaueste Idee, hier einfach so
Was hast du getan? Ich werde nicht sterben. Akir. Incendio. Potato. Perfekter Treffer. Ignoso. Halt still, du kleiner Kniesel! So, ich hält nicht still. Ich bin nicht still. Hier. Zack. Warst du das schon? Hier war ja auch noch ein kleines, ne? Hui! Revelio. Also merke fürs nächste Mal nicht direkt mit dem Besen in so ein Lager einlanden. Das ist vielleicht nicht die schlaueste Idee. Aber, ja, das passiert, wenn man Laubfaul ist, ne? Ist hier noch irgendwas? Revelio. Ah, hier ist Merlins Prüfung, ja, okay. Oh ja, die machen wir später. Aber ist das schärfste Werkzeug eines Zauberers sein Verstand. Sollten wir nicht vermeiden, ihn in die... Akio! Incendio! Expelliarmus! Protego! Damit hätte ich... Was hab ich denn nicht aufwerfen können? Was hast du getan? Akio! Expelliarmus! Das gleiche, was ich mit dir gleich tue. Ja. Ein Wilderer weniger in unserer Welt. Dann nehmen wir mit hier diese. Revelio. Ja, ich kann nur leider die Dinger noch nicht aufmachen. Ich weiß zum Beispiel, das habe ich halt zum Beispiel gemacht. Ich habe viel Hauptquest damals gemacht. Aber ja, das ist halt so dadurch, dass man es so anders unterschiedlich spielen kann. Es ist halt dann doch teilweise noch so, als hätte ich es noch nie gespielt. Bedingt dadurch, dass ich es halt damals nicht durchgespielt hatte. So. Hey, hier ist noch so eine Fragezeichen. Revelio. Ah. Eine Seite. Ja, nehmen wir mit. So, dann würde ich sagen, schwingen wir uns auf unseren Besen. Steigen wir ein bisschen auf. Gucken mal auf die Karte. Was wir hier noch so haben. Oh. Richtig, der Gegner. Wir versuchen es mal. Wie gut wir schon sind. Aber wo sind die? Hä? Sind die in irgendeiner Höhle drin, oder? Absteigen. Ah. Hier gibt es einen Weg. Der führt bestimmt hier irgendwas Höhlen. Warte, das ist ja auch genau. Der Griff. Akio. Incendio. Ui, Level 20. Levioso. Ob wir das hinkriegen? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen rauslaufen hier. Ah, hier geduckt.
Duck kann ich nicht kämpfen, kann ich von draußen aus weiter bekämpfen. Jo. Also gegen so einen Grimm habe ich auch noch nie gekämpft. Akir, Protego, Incendio, Medioso, Akir, Expelliarmus, Incendio, Medioso, der ist echt Akir. Nicht einfach. Aber das war nur einer. Da ist ja noch ein bisschen was drin. Aber ja, wahrscheinlich muss ich mir die rauslocken. Akio! Incendio! Ja, was mit raus? Akio! Incendio! Incendio! Legioso! Akio! Incendio! Protego! Legioso! Akio! Incendio! Legioso! Expelliarmus! Akio! Incendio! Legioso! Akio! Incendio! So, Nummer 2 besiegt. 3. So, wieder rein. Oder waren das jetzt alle? Nee. Legioso, Akio. Aber wenn es nur noch einer ist, dann wollte ich rauslaufen. Expelliarmus. Hätte ich noch hier drin. Akio. Incendio. Expelliarmus. Legioso. Akio. Incendio. So. Ja, mehr scheint hier drin nicht zu sein. Okay, es kommt noch was. Akio, Incendio. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm gewesen. Ey. Die waren leichter als die Hunde. Die Hunde waren böse. Revelio. Incendio. Die Hunde waren echt nicht einfach. Aber wozu ist diese Kiste? Ah. Akio. Levioso! Jo. Ich hab gedacht, ich kämpfe nur, jetzt finde ich hier richtig nur irgendwas. Na, okay. Das ist mein Ausgang. Da wäre ich sonst auch gekommen. Dann gucke ich doch nochmal, ob da drin noch irgendwas war, was ich einsammeln kann. Ja gut. Schön gemachte Sache, aber wenn man da jetzt irgendwo hingekommen wäre, wo man sonst nicht hinkommt, wäre vielleicht auch noch cool gewesen. Revelio. Mal einmal gucken, dass wir hier alles haben. Das haben wir. Jetzt haben wir auch ein bisschen gekämpft, mal. Noch nicht mal so einfach gekämpft.
Und damit würde ich sagen, geht diese Folge zu Ende. Ja, wie am Anfang gesagt, lass gerne ein Abo da. Guck dir gerne die anderen Folgen an. Am Ende werde ich dir... Komm, jetzt müssten eigentlich hier ein paar kommen. Da kannst du gleich mal irgendwo draufklicken, wenn du willst. Und damit sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Nee, gar nicht. Hier kommt keiner am Ende. Das geht nämlich bei 21:09 nicht. Von daher, guck in die Videobeschreibung. Da ist die Playlist für Hogwarts verlinkt. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.